holen wir uns erstmal die Zeit da oben. Ich finde, so zum Spielen ist Amazon Chevron ein ganz toller Charakter, ja. Er ist ja, wie schon mal gesagt, komplett anders als jetzt die anderen Charaktere. Nur, ja, um eine Punktzahl zu bekommen, also die einem Doppel-S-Rang würdig ist, da kann man sie gut spielen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre einen Elten, oder? Doch nicht. Aber irgendwie, wenn ich eine geile Runde will, dann nehme ich jetzt nicht Amazoner Chevron. Irgendwas klimpert hier doch. Oder bin ich das selber? Wahrscheinlich bin ich das selber mit meinen ganzen Ketten und dem ganzen selbstgebauten Schmuck, den ich hier habe. Arschloch. 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 Pech gehabt. Nein. Irgendwas klimpert hier. Wo klimpert es? Da klimpert es. Okay. Eins, zwei, drei, vier und Bums. Okay, es reicht nicht, aber was soll's. Ah, Moment. Ach nee, das geht jetzt nicht mehr. Oh oh. Von Elten ins Koma getreten zu werden, ist keine so schöne Sache. Ah, geh du bloß weg. Ich brauche eben was zum Heilen. Das ist nichts zum Heilen. Egal, für Notfall reicht das auch. Wo ist denn da oben ist? Leck mich fett. Bums. Bums. Ach, Elten. Ich will Elten kaputt treten. Endlich! Ich glaube, das war mein erster mit mir getöteter Elten, oder? Irgendwie so. So, das ist noch eine Blendgranate. Die hätte ich gerne. Man weiß ja nie, was kommt. Und vor allem, wann was kommt. Acht! Hier müssen sie auch gleich spawnen, oder? Einer ist da schon. Genau da. Ich habe noch nicht mal die halbe Karte abgelaufen, oder? Ja gut, mittlerweile habe ich die halbe Karte abgelaufen, aber noch nicht mehr. Erwische ich jemanden? Hallo? Nichts und niemand ist hier. Okay. Ach was, jetzt wo meine Kombo vorbei ist, wa? Scheiße. Wunderbar. Ja, der geht nicht. Ich kann mal wieder so ein bisschen sammeln. Ich gehe am besten mal hier hoch. Wenn mir die Gegner nicht so sehr auf den Sack gehen, dann gehe ich hier hoch und nehme meine Zeit mit, die ich schon mitgenommen habe. Ja, warum auch nicht? Ich wollte eigentlich sammeln und dann mal wieder. Okay, stirb einfach. Leck mich am Arsch. Du gehst mir so übel auf den Sack mit deinen scheiß Feuerpfeilen. Meine Fresse. Ist das schon wieder ein Elten? Nee, ich mach's anders. Ich mach's anders. Erstmal muss Huhn sterben. Huhn, du Sau, Alter. Bams. Lol. Okay, ich glaube, der kommt auch nicht wieder. Erstmal muss Huhn sterben. Huhn gibt mir goldenes Ei. Und dann gehe ich rein, hol mir Bonus und dann sehen wir mal weiter. Geh weg. Chef steht nicht auf so Leute wie dich. Nein. Da oben ist noch ein Elten, aber der kann jetzt mal bleiben, wo er... Er kommt schon, oder? Egal. Ich mach's jetzt genau so. Geht das? Das geht sogar. Ich dachte eigentlich, der würde explodieren, wenn man... Nein. Wenn man ihm so gesehen auf die Fackel schießt. Noch ein Elten? Zwei Eltens. Elton Family. Okay, das ist nicht so abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Brennt, ihr Schweine. Und wisst ihr was? Danach brennt nochmal, ihr Schweine. Ja, okay. Du Valia. Vergiss es. Zwei Eltons, das kann nicht gesund sein. Ich bin da wieder in meiner Ecke drin. Ich gehe auch wieder. Moment mal. Ah, Mensch, wir wechseln doch um. Bumm. Bums. 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 Ungeile Art von Bums. Heieiei. Und Bums. Dein Elf ist tot, oder? Ja, mittlerweile ist so ziemlich alles tot. Er dödelt. Ich würde gerne. Warum mache ich nicht einfach? Hier kommt so viel gerade angelaufen. Aber das ist echt so hier drinne. Sobald man hier reingeht, wird man so mit Vokubule zugespammt. Darf es das sein? Nee, eine Zeit habe ich noch vergessen. Moment, zwei Zeit habe ich noch vergessen. Alter. Hier wird man echt so mit Vokubule zugespammt. Das kann gar nicht sein.
Egal, holen wir uns erstmal die Zeit, sonst bin ich gleich wieder... Können wir noch irgendwas töten? Dich! Okay, aber jetzt schnell die Zeit holen. Schnell die Zeit holen. Und 22er Combo, 22. Yo! 23. 24. Wieder einer mit der Fackel. 26. Stickstoffgranaten, sehr gut. Aber ich kann sie gar nicht anwenden, weil ich so ein bisschen zu wenig Vokubule habe. Das Schild Vokubule. Okay, wieder ein Schild Vokubule. Das ist noch ein Elten. Ganz im Ernst, ihr habt zu viele Eltens hier, oder? 29, 30. Fick dich. Ey, immer die 30er. Aber ganz im Ernst, mit den ganzen Eltens hier. Ihr könnt eine Aztekenfarm aufmachen. Meine Fresse. Geh kaputt. Ja, jetzt ist er weg. Soll mal wegbleiben. So, mittlerweile hat sich die Vokubuli jetzt sowieso erledigt. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Da ist unter anderem auch noch die letzte Zeit. Und hier ist auch noch ein Bonus. Und was diese Chefe angeht, ist Bonus wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Hallo, Vokubule? Ja. Das mag sein, Josh. Das mag sein. Oh. Ja, natürlich. Natürlich, ich krieg auch noch einen in die Fresse mit dem Ding. Ja, Chef, herzlichen Glückwunsch. Er hat dir seine Riesendödel um die Ohren gehauen. Meine Fresse. Ich habe noch hier. Aber ganz im Ernst, ich habe davon 5 Stück. Dann benutze sie halt so, aber... Benutze sie wenigstens. Die sind noch Zeit wert. Ja, wenigstens mal 2 oder... Oh, oh, ai, ai, mal 2 oder so. 1. 2. Oh, 3 Stück. Geil. Bums. Einen habe ich noch. Ja, Bums. Habe ich beide erwischt? Habe ich überhaupt einen erwischt? Ja, ich habe den erwischt. Bums. Okay. Weg. Weg. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur an mir, aber ich finde, so richtig schön alle Gegner besiegen. Das funktioniert eigentlich nur mit Albert. Und wahrscheinlich mit einem der Chrises. Wahrscheinlich auch mit allen Chrises, wenn man sie richtig spielt, aber... Ich finde, so mit Sheva oder mit Jill ist das unglaublich schwierig. Hallo? Okay. Ich muss eine ganze Menge getötet haben, ich sehe nichts mehr. Ja. Ja, very impressive. Auf jeden Fall besser als die erste Runde. Wir haben einen Doppel-S-Rang und 100, oh, 135 getötete Gegner. Das waren gar nicht mal so wenige. 15 hätten noch gefehlt. Ja, das ist das Blöde halt. Hier gibt es 4 verschiedene Areale, wo sie spawnen. Ich glaube zumindest, dass es 4 sind. In meiner Randale mit Orbit habe ich zumindest 4 Areale abgelaufen. Man findet nie eine Erklärung, wie viele Areale es wo gibt oder wo die Gegner spawnen. Ich habe schon im Internet danach gesucht, aber man findet irgendwie keine Erklärung dafür. Ich muss euch im Licht anmachen, es wird langsam dunkel. Ja, Leute, ihr müsst wissen, es ist Dienstag und es ist abends nach der Arbeit. Und eigentlich wollte ich heute nur Myra's Masochistic Mission noch rendern und hochladen, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Und habe mir gedacht, ach komm, spiel doch nochmal. Und jetzt ist es mittlerweile 9 Uhr, beziehungsweise 3 Minuten vor 9. Gut. Das wäre jetzt Sheva gewesen. Sheva Amazone in den Ruinen. Okay. Dann würde ich sagen, als nächstes... Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Versuchseinrichtung mit Jill BSAA. Ja, nee, da können wir Jill Kampfanzug nehmen. Stattdessen. Ich muss mal eben denken. Denk. Ah, nehmen wir jetzt einfach. Gehen wir in die Versuchseinrichtung und nehmen dort Jill im Kampfanzug. Das kann nur toll werden. Hoffentlich haben wir wenigstens die gute Position oben. Let's go. Ach, danke schön. Ja, ich weiß. Shopper und so. Gut. Nehmen wir Bonus mit und dann töten wir, obwohl ich glaube, oh, das könnte ganz übel werden. Wobei, hier kann man die Gegner wenigstens stunnen. Im Sinne von, sie vom Geländer runter schießen und dann, er hat's überlebt, okay.
die im Geländer, man kann sie am besten vom Geländer halt runterschießen und dann im Doppelkniesprung töten. Zumindest was Jill angeht. Ja, und oh, den sollten wir auch mit dem Doppelkniesprung töten, weil das wird ein verdammter Duvalier. Ich sag's jedes Mal, aber stimmt ja auch. Danke, geh kaputt. Wiedersehen. Die sind auch nicht schlecht, weil da macht man einfach mal, bumm. Er geht rüber, er fällt runter, ich gehe rüber und gute Nacht. Bums. Er macht Bumm. Das gleiche gilt für ihn hier. Das ist eigentlich ganz schön, solange man hier noch ist. Hä? Arschloch! Warum konnte ich keinen Doppelkniesprung machen? Ich weiß es nicht. Aber ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wichtig, da meine Kombo ohnehin abgerissen ist. Den kann ich jetzt aber Doppelkniesprung. Aber die ist richtig heftig, diese Attacke, der Doppelkniesprung. Wo ist das verdammte Huhn? Huhn, du Sau! Ich will dein Ei sowieso nicht haben. Lass dein Ei, wo es ist. Runter. Doppelkniesprung. Tot. Aber diesmal werde ich diese Runde nur ein einziges Mal spielen. Bedeutet, wenn ich wieder vom Licker getötet werde, dann ist das so. Dann können wir uns in Zukunft noch auf viele schöne Runden die Versuchseinrichtung freuen. Ich will da nicht hoch. Ich. Jill. Töte ihn doch einfach. So. Runter. Oh, Blendgranate. Hör auf, dich schocken zu lassen und erstmal tötest du den. So, komm, wo ist mir wichtiger? Ich habe eine Blendgranate. Jetzt darf ein Duvalier kommen. Zumindest einer. Obwohl, hier kann man Jill ganz gut verwenden, merke ich gerade. Gegen diese Mistviecher hier. Vor allem mit der Beinzange und dem Doppelkniesprung. Weil das ist hier einfach so wunderbar, schön und gut möglich. Das hier ist hier echt gut möglich. Naja, zumindest eine schöne Sache an der Versuchseinrichtung. Alles andere ist hier mehr oder weniger. Geht mir aus dem Weg. Alles andere ist ja eher kontraproduktiv. Na, du auch? Ja. Und mit Orbert ist das sowieso so eine Sache. Weil ich finde, mit Orbert ist diese Veranstaltung hier relativ schwierig zu spielen. Aber ich habe schon 100.000 Mal gesagt. Ich habe ja mittlerweile schon angefangen, die Versuchsanrichtung zu üben. Mit Onkel Orbert. Aber es funktioniert noch nicht so, wie es eigentlich funktionieren soll. Ich habe Handgranaten. Sterbt alle, Mann. 30er-Kombo. Dankeschön. Danke, 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 danke. Doppelkniesprung. Jetzt kommen die Licker. Okay, ich glaube. Ach, muss hier der Wichser explodieren? Holy. Ich glaube, ganz im Ernst. Mit dieser Waffe kann man sie am besten so einen nach dem anderen niederstrecken. Ja, alles gut, Kumpel. Oh shit. Oh shit. Das meine ich. Das meine ich. LOL. LOL, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das meine ich. Man hat doch die Hälfte an der Lebensenergie. Die verfickte Hälfte. Wird von den Viechern erwischt und ist tot. Ja, leck mich am Arsch. Ja, Leute, das war die Versuchseinrichtung für dieses Mal. Herzlichen Glückwunsch. Fortsetzen? Nein. Das Hemd. So sehe ich auch gerade aus, dass ich den Scheiß nochmal spiele. Speichern. Ja, das wäre die Versuchseinrichtung gewesen. Die streiche ich einfach mal durch. Mein Jill BSAA, das hat sich auch ohnehin erledigt. So. Zap. Sie hat ja ohnehin schon einen S-Rang. Gut. So ein Scheiß. Okay, spielen wir jetzt mal wieder irgendwas Erfreuliches. Ich würde sagen, als nächstes nehmen wir das Schiffsdeck. Und dort gehen wir mit niemand Geringerem hin als mit Onkel Albert. Let's go. So. Ja, das Schiffsdeck habe ich noch nicht gespielt mit Onkel Albert. Also so im Sinne von Randale mit Albert. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ja, möglichst viel Vokabule töten. Das ist mir schon ganz klar, aber ich habe hier noch keine Route oder... Geh weg. Keine Route oder sowas. Deswegen, ich spiele einfach mal so drauf los, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was für Quartale es hier gibt, beziehungsweise was für Areale. Aber Leute, ist das wichtig? Ich meine, ich habe Onkel Albert.
Okay, das hat schon mal nicht so funktioniert. Ich dachte, er würde weniger aushalten. Scheiße. Ich dachte, er würde weniger aushalten. Aber nee, der Blaue ist natürlich ein riesengroßes Mistvieh. Oh shit. Jetzt ist er kaputt. Zumindest so vorerst kaputt. Bombs. Mitte runter. So. Glotz. Hä, wo kommst du denn her? Piss dich. Dich schon wieder. Denk nicht mal. Okay, es fängt ja gar nicht mal so gut an. Nein, 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 habe ich gesagt. Nein. So. Okay, Orbert kriegt schon mal übel aufs Maul, aber ganz im Ernst. Es ist Orbert. Orbert kriegt vieles, aber niemals übel aufs Maul. Niemals. Und wenn, dann nur weil es extra macht, um schwächer zu wirken, damit mehr Gegner kommen, die er töten kann. Ja, das ist die Orbert-Wesker-Logik. Das hätte ich gerne. Combo? Hä? Achso, er ist doch tot. Ich wollte gerade sagen, wie konnte denn das überlebt haben? Das nehme ich mal eben mit. Dankeschön. Ich glaube, ich mache es hier genauso wie in der Raketenbasis, beziehungsweise im Raketengelände. Ich bleibe hier einfach so lange, bis keine Gegner mehr auftauchen und dann gehe ich weiter. Moin. Bums. Noch jemand ohne Fahrschein? Bums. 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 Ey, dass sie halt immer die Kombo kaputt machen müssen, diese Mistviecher. Aber ich höre schon den nächsten. Ach, der liegt auch. Der jetzt liegt da nicht mehr. Es sind beide, okay. Oh shit. Oh shit. So. Okay, er schon mal hinne. Er ist auch hinne. Und ich krieg schon wieder aufs Maul. Puh, diese Veranstaltung, die könnte auch nochmal ganz lustig werden in Randale mit Orbert. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal hoch. Schon alleine, weil das Viech da unten ist. Und auf dieses Viech habe ich gerade kein bisschen Bock. Er kann ja springen. Stimmt, er kann ja... Ich gehe mal ganz nach oben. Haben wir gerade ein größeres Feld? Du gehst weg. Wo ist er denn? Du gehst auch weg. Hallo? Da ist er. Eins, zwei und tot. Wunderbare Sache. 14er-Kombo. Komme ich jetzt mal auf meine über 20er, 30er, vielleicht auch 40er? Es ist ja keine Randale mit Orbert, aber... Oh, das läuft aber gerade überhaupt gar nicht gut, du. Bums. Nein. Nein. 20... Nein. 20er-Kombo. So, der nächste ist auch tot. Ja gut, das ist das Schöne an diesem Orbert. Er wird eigentlich relativ leicht mit diesen Viechern fertig. Nein, das wollte ich nicht. Nicht die ganze Zeit, verdammt nochmal. Ich hab keinen Bock, um uns so in die Fresse zu kriegen. Da ist noch einer. Nein. Nein. Scheiße. Ja, das ist die Nachladeani... Oh, oh. Das ist die Nachladeanimation. Heieiei. Ja. Wo ist denn hier mal Zeit? Hallo? Hier war doch irgendwo mal Zeit. Hier? Da. Okay. Ich glaube, hier ganz hinten ist auch nochmal Zeit. Hier irgendwo in der Nähe. Ne, einmal hier oben auf jeden Fall. Und über mir rennt auch irgendwas rum. Ich sehe den Schatten. Ach nee, da oben ist die Zeit. So war das. Okay, ich habe schon 70.000 Punkte. Das ist eigentlich schon mehr, als ich so gesehen brauche. Aber ich würde gerne alle 150 Gegner töten. Zum einen. Und zum anderen reichen mir diese Punkte nicht. Steht mal wieder auf, Kollegen. Boom. Okay, bleib liegen. Glotz nicht. Piss dich. Wo ist das Huhn eigentlich? Huhn, bist du hier? Huhn, möchtest du gerne sterben? Das ließe sich einrichten. Ah, Huhn ist gleich mit weg, oder? Es sind 7 Tote, also Huhn ist mit weg. Ja, da ist Huhn. Ich kann sie mitnehmen. Ach, soll's. Das würde ich aber gerne mitnehmen. Achter-Kombo. Moin. 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 Das war zu früh. Okay, jetzt ist er tot. Vergiss es. Nicht bei Orbert.
Du kannst Orbat nicht verarschen. Niemand kann Orbat verarschen. Hier kommen aber noch welche. Bedeutet, hier sind noch ein paar mehr. So. Ah! Oh, shit. Okay, es ging zu schnell. Hier kommt immer noch was angelaufen. Geht kaputt. Aber ich kriege ein bisschen wenig Zeit gerade. Beziehungsweise ich mache hier gerade ein bisschen wenig Zeit. Mann, was hat doch nicht so viele Headshots? Was soll das denn? Mann, warum sterben die alle so schnell? Ihr sollt nicht so schnell sterben. Ich will Zeit durch euch bekommen. Ihr Schweine. Oh oh, festhalten ist ganz schlecht. Jetzt kommen noch mehr von den Idioten. Du haust ab. Er ist hinter mir. Er ist dicht hinter mir. Er ist ganz dicht hinter mir. Es ist der Blaue. Es sind beide. Okay, hätte sich das schon mal erledigt. Okay, wäre der andere auch weg. Dance! Oh, sehr gut. Das bringt endlich mal wieder Zeit in die Kasse. Zeit in die Kasse. So. Noch einer? Da hinten ist noch einer. Ah, ich darf das Viech hinter mir nicht vergessen. Ja, ist die Flasche weg. Guckst du doof, wa? Ich darf die hinter mir nicht vergessen und jetzt nicht geschnappt werden. Oh, geht aus dem Weg, Alter. Wo ist der denn? Da ist er. Eins. Okay, einer hat schon gereicht. Okay. Nein. Vergiss es. Verzieh dich. Hau ab. Geh weg. Geh angeln. Was weiß ich. Er hat auch eine Flasche. Ja, mal nur Flaschen. Ihr habt nicht nur Flaschen, ihr seid Flaschen. Aha. Weise Worte von einem weisen Menschen, nämlich von Albert Wesker. So. 16. Krieg ich noch eine 30er-Kombo? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, von wo die Gegner alle kommen. Ich weiß noch nicht mal, ob hier noch Gegner kommen. Da kommen noch welche. 18. Ich weiß nicht, ob ich eher Zeit oder eher Combo will. Momentan bin ich gerade zwiegespalten. Beides ist schön. 19er Combo und da kommt einer mit Dynamit. Die sterben so schnell. Ja, schön, dass du ihm noch die Flasche kaputt gemacht hast. Aber die sterben viel zu schnell. Das ist doof. Das ist döflich. Heieiei, okay. Noch einer? Nein. Weg. 26. Vokubule? Da ist noch mehr Vokubule. Nein, nicht nochmal. So. Runter.